Schauen wir einmal über unsere Staatsgrenze. Der Blick in unsere Nachbarländer, wie hier nach Dänemark, lohnt sich, um mal aus unserer politischen Dauerschleife herauszukommen, was bei uns geht und was nicht geht. Dänemark geht schon länger deutlich restriktiver mit der europäischen Freizügigkeit um. Kontrollen auch zur deutschen Grenze finden viele Pendler und Urlauber gar nicht toll. Im Land hat der veränderte Umgang mit Migration allerdings zu mehr Vertrauen und Zustimmung geführt, berichtet unser Korrespondent Christian Blenker. Der Nyhavn in Kopenhagen. Einst legten hier Schiffe aus aller Welt an. Heute kommen vor allem die Touristen in den alten Handelshafen. Hygge nennen die Menschen in Dänemark gerne ihre nordische Gemütlichkeit und ihre herzliche Gastfreundschaft. Doch geht es nach Dänemarks Regierung, ist die Hygge in Gefahr. Seit Jahren fährt das kleine Land deshalb einen strikten Kurs bei der Asylpolitik. Für eine sozialdemokratische Wohlfahrtsgesellschaft, wie wir sie in den skandinavischen Ländern haben, ist eine unkontrollierte Zuwanderung von Flüchtlingen wirtschaftlich nicht tragbar. Das ist unsere Erkenntnis. Es gibt einfach eine Grenze, wie viele Menschen kommen können. Sonst ist unser Modell nicht mehr haltbar. Dybvel ist Sozialdemokrat. Seitdem 2015 syrische Flüchtlinge über dänische Autobahnen kamen, stand auch seine Partei für eine Verschärfung der Zuwanderungspolitik. Die Botschaft: Dänemark ist kein guter Ort, um Asyl zu beantragen. Das Abschiebezentrum Ellebæk, nördlich der Hauptstadt Kopenhagen. Hinter Stacheldraht und Überwachungskameras sitzen diejenigen, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Bilder des dänischen Fernsehens zeigen, wie es im Inneren aussieht: Baumängel, mangelnde Hygiene und kaum Ausgang für die Insassen. Er war dort. Bei einer Polizeikontrolle nannte Martin aus Uganda aus Angst einen falschen Namen, wie er sagt. 6 Monate musste er dafür einsitzen, trotz eines laufenden Asylverfahrens. Sie kamen nachts und haben Leute geholt. Ellebæk ist nur dafür gemacht, dich abzuschieben, um dir zu zeigen, du bist nicht legal in Dänemark. Die Abschreckung wirkt. Die Zahl der Asylanträge sinkt. Im vergangenen Jahr waren es noch 2479. Wer bleiben darf, muss sich integrieren. Kinder werden in dänische Kitas geschickt, arbeitslose Migranten zur Arbeit verpflichtet. Sogenannte Problemviertel werden radikal umgestaltet. Übersteigt der Anteil eine bestimmte Schwelle, können Zwangsumzüge angeordnet werden. Der Politikwissenschaftler Peter Nedegaard beobachtet, dass Dänemark für viele europäische Nachbarn zu einem Vorbild geworden ist. Frankreich hat Teile der dänischen Ausländerpolitik kopiert. Deutschland könnte das auch. Es ist eine Frage des politischen Willens, diesen Paradigmenwechsel durchzuziehen. In Dänemark wird dieser strikte Kurs bis heute von einer breiten Mehrheit getragen und über fast alle Parteigrenzen hinweg.